Hallihallo. Wir sind jetzt auf Wilson Island, gar nicht weit von Heron Island, wo wir 5 Tage jetzt waren. Und jetzt haben wir uns nochmal was ganz, ganz Besonderes geleistet. Und zwar dieses ja schon paradiesisch wirkende Island, wo wir 4 Gäste sind und nicht 500 wie auf der anderen Insel. Und für diese 4 Gäste leistet man sich einen Privatkoch und 2 Bedienstete, die einem den Wein bringen oder andere Annehmlichkeiten. Also es ist wirklich ja, unglaublich für uns. Totaler Luxus. Für den Sonnenuntergang wurde uns jetzt hier noch ein kleiner Snack bereitet vor dem Abendbrot. Ja, Natur, traumhaft schön. Ja. Wir schlafen im Zelt. Es ist der schönste Zelturlaub, den wir jemals gemacht haben. Ja, und eben waren wir noch gemeinsam mit dem Koch schnorcheln bei einem 1000 Jahre alten Korallenstein, also eine riesengroße Steinkoralle, die Monolith. Unglaublich. Und Fische ohne Ende, verschiedenste Arten. Ja, wir haben ein paar Rochen gesehen. Also es ist Traumhaft. Die Schildkröten stehen immer bei uns vorm Zelt vorbei. Unglaublich. Ja, Great Barrier Reef, Australien. Ich denke, so geht's. Also, wenn es ein Paradies gibt, dann sieht es so aus. Ein unglaublich schönes Zelt. Ohne irgendwas, was man fließendes Wasser oder Strom, alles nicht nötig. Da haben wir oben auf dem Dach ein Solarpanel. Und hier haben wir ganz kleine USB-Anschlüsse zum Laden von Geräten. Und ansonsten bist du direkt am Meer mit Blick aufs Wasser. Wahnsinn. Die sanitären Einrichtungen sind mit wenigen Schritten erreichbar, genauso luxuriös gestaltet wie der Rest der Einrichtung. Und wenn nicht alle Zelte belegt sind, hat jeder sogar seine eigene Dusche. Thank you.
Estland und hat beim Sternekoch die Kochschulbank gedrückt. Und wir sind jedes Mal verzaubert von seinen Kreationen, die er uns dreimal täglich offeriert. Vögel spielen hier eine ganz große Rolle, denn durch ihre Exkremente konnte sich erst eine Insel mit ihrer Vegetation auf diesem Riff entwickeln. So sind alle Inseln auf dem Great Barrier Reef entstanden. Eine besondere Spezies, die Shearwaters, machen uns nachts ein bisschen zu schaffen, denn im April beschließen die Eltern, dass sie ihre in Höhlen ausgebrüteten Jungen nicht mehr füttern wollen. Die sollen jetzt selbstständig werden und die jammern dann nachts, was sich ein bisschen wie Scary Movie anhört.